Hallo, liebe Freunde und Zuschauer. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel sind, Stand 11. Oktober, mindestens 1200 Menschen in Israel zu Tode gekommen. Die allermeisten davon Zivilisten. Und dennoch fanden auf deutschem Boden Demonstrationen statt, die die Hamas und den Tod dieser Menschen bejubelt haben. Das ist aus meiner Sicht an sich schon geschmacklos und ein Armutszeugnis für unser Land. Darüber hinaus sehe ich aber die steigende Tendenz, dass wir nicht nur die Menschen aus allen möglichen Ecken der Erde in unser Land lassen, sondern auch deren Konflikte. Von gelungener Integration oder auch nur dem Willen dazu kann man in den meisten Fällen kaum sprechen. Die Lösung? Abschieben. Und wenn nötig, mit vorheriger Ausbürgerung. Im Übrigen war es die AfD, welche sich gegen die Finanzierung des Terrorregimes im Gazastreifen gestellt hat. Sowohl die EU als auch die Bundesregierung haben diese Finanzierung die letzten Jahre stets aufrechterhalten. Und jetzt fällt diesen Parteien auf einmal ein, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, wenn man Entwicklungshilfe an Terrorregimes auszahlt. Völlig beschämend ist in dem Zusammenhang auch, dass die deutsche Bundesregierung nur aufgrund medialen Drucks die eigenen Staatsbürger aus Israel auszufliegen tatsächlich dazu aufraffen konnte. Während andere Staaten wie Österreich, Spanien ihr Militär einsetzten, um ihre Bürger auszufliegen, sollten Deutsche über reguläre Airlines ihre Evakuierung selbst organisieren. In einem Interview stotterte die Außenministerin Baerbock dann die immer gleichen Phrasen vor sich her. Priorisierung hier und da und dort. Was sie aber tatsächlich sagte war, Deutschland ist nicht in der Lage, mit eigenen militärischen Mitteln die Evakuierung seiner Staatsbürger aus Israel vorzunehmen. Das zeigt, wie egal der Bundesregierung deutsche Bürger sind und wie unfähig diese Regierung nach 2 Jahren im Amt immer noch ist. Zu einem anderen Thema. Früher reagierten Bahnfahrer verärgert, wenn Züge Verspätung hatten. Heute nimmt man eigentlich nur noch Geigenhumor wahr. Dem liegt nicht nur ein Bauchgefühl zugrunde, dass bei der Bahn nichts mehr funktioniert. Tatsächlich wurde genau das auch in der Anhörung zur Bahnreform von Sachverständigen und auch vom Bundesrechnungshof bestätigt. Die Infrastruktur ist in einem desolaten Zustand. Die Bahn ist im Prinzip ein hoffnungsloser Sanierungsfall. Sogar 70% der Verspätungen in unserem Nachbarland Österreich kommen aus dem deutschen Netz. Der aktuelle Investitionsbedarf für das deutsche Netz 87 Milliarden Euro. Und davon sind 45 Milliarden plötzlich neu aufgetaucht. Das führt nicht nur den Kampf der Grünen und ihrer Steigbügelhalter gegen die Individualmobilität, das heißt das Auto, ad absurdum, sondern es gefährdet auch unseren Wirtschaftsstandort und ist ein Minus für die Lebensqualität in Deutschland. Wir müssen zurück zu einer vernünftigen Politik mit Augenmaß, die Geld dort einsetzt, wo es nötig und gut investiert ist. Und nicht für ideologische Hirngespinste wie ein Deutschland, das weitgehend mit der Bahn erschlossen werden könnte und ausgebaute Bahnverkehre überall in diesem Land. Wie gesagt, 87 Milliarden Euro. Nur für die Bahn, nur für die Sanierung und den nötigen Ausbau. Und 45 Milliarden davon sind ganz neu aufgetaucht. Sie haben noch nichts von der Kfz-Energieverbrauchsdatenerfassungsverordnung gehört? Hinter diesem etwas sperrigen Namen verbirgt sich ein subtiles Instrument zur Überwachung der Bürger. Künftig soll bei allen Fahrzeugen, die jünger als 15 Jahre sind, bei der Hauptuntersuchung die Verbrauchsdaten ausgelesen und den Behörden übermittelt werden. Im ersten Durchgang geht es darum, den realen Energie- bzw. den realen CO2-Ausstoß zu messen. Tatsächlich ist es ein weiterer Schritt auf dem Weg zum gläsernen Bürger mit dem individuellen CO2-Konto. Da sind wir natürlich dagegen, aber es ist, wie gesagt, eine EU-Verordnung. Bleiben Sie also mal wachsam, wir bleiben dran. Wir melden uns, was aus diesem Thema geworden ist. Bis zum nächsten Mal.